Hallo und willkommen zurück zu Avatar Frontiers of Pandora. Wir müssen eine Festung stürmen. Die ist direkt vor uns, dann wollen wir das mal tun. Zuerst steht im Missionstext, da sind irgendwelche Schlösser dran, zwei Stück. Die sollen sich unter der Basis befinden. Das heißt, die müssen wir irgendwie aufmachen, absprengen, keine Ahnung. Ich werde mein Bestes geben. Da sieht es ja schon so aus, als ob hier durch die Kanalisation reinkommen. Echt dämlich, dass sie das nicht zumachen. Mal sehen, ob wir hier irgendwie ein Scharmützel anrichten können. Erstmal ganz wichtig Munition. Und Wegpunkt ist da hinten. Ja, das würde ich auch sagen. Der hat gerade gesagt, so langsam wird die RDA verzweifelt. Na gut, da ist nichts drin, da ist ein Mech. Müssen wir schleichen? Eigentlich ist nicht so viel los. Wir craften hier auf jeden Fall mal ein bisschen nach. Und dann haben wir doch da oben ganz schön Mech, würde ich sagen. Oh, da oben ist einer. Mensch, geht da so schön viel hoch. Glaubt, die haben bemerkt, dass ich da bin. Die haben gemerkt, dass ich da bin. Ja, ich hier gut. Oh oh. Vielleicht hätte ich mich auf mich aufmerksam machen sollen. Boah, die feuern aber auf einen. Na gut, wir machen das mal wieder ein bisschen sneakier, wie man so schön sagt. Und die sind immer noch alertet. Na gut, dann geht's jetzt den Generatoren an den Kragen. Damit kann ich auch leben. Da kommen wir auch rein. Das ist keine gute Basis, wenn man überall reinkommt. Ja, die werden uns bestimmt nicht bemerken. Oh, sie haben uns bemerkt. Au. Was wollt ihr jetzt machen? Na komm, geh hoch. Das klingt schon wieder nicht so vertrauenserweckend, was ich hier vorhab. Ich wollte doch schleichen. Komm schon. Ich dachte, hier komme ich wieder runter. Ja, damit. Komm ich hier runter? Nö. Hier komme ich runter. Komm, runter. Ja. So, dann sind die jetzt da komplett abgelenkt. Dann wollen wir mal ganz woanders hin. Ui. Man muss hier den Gegner auch ein bisschen verwirren. Oh, eine Hüpfpflanze. Schöne grüne. Oh, hier ist noch so ein Ding. Das habe ich aber nicht aufgeschossen. Wo müssen wir denn jetzt wirklich hin? Munition kann nicht schaden. Ja, damit. Okay, voll. Dachte, ich hätte es irgendwo gesehen. Da unten. Alex, I can't get through here. I think there's wiring in the water. Any heavy-duty generators nearby? Da vielleicht? Mal Sitt aufrufen.
Das haben sie hier auch. Ein Raketenwerfer. Der wirft Raketen. Generator sehe ich tatsächlich keinen. Doch, da vielleicht. Nö, das ist ein Ventilator. Ich dachte wegen dem Geräusch, aber anscheinend habe ich mich getäuscht. Da ist ein Menschlein. Komm schon. Ja! Die treffen sogar. Na komm. Ach, ist das dämlich hier mit den Pfeilen. Und helf. Komm schon nicht mehr auf mich schießen. Ich zieh mich ja schon zurück. Da sind Feinde drin. Na komm. Put. Sehr schön. Hoffentlich gibt es hier noch Munition für uns. Kommt zumindest Munition geflogen. Ich glaube, da können wir auch rein. Das hört sich nicht gut an über uns. Muss kurz die Teile nachcraften. Komm, geh doch einfach hoch. Ja! Ich craft nach. Das ist vielleicht besser, als ihm nur zuzusehen. Sehr schön. Haben wir, glaube ich, wieder fast alles ausgeschalten hier. So, her damit. Sehr wertvoll, das Zeug. Ach, das ist wieder Zugang nach außen, von außen. Da ist noch ein Mich. Braucht man hier alles nicht. Richtige Waffe wieder ausgewählt. So, wir brauchen irgendeinen Generator. Muss man wahrscheinlich wieder der Linie hier folgen. Ui. Hier vielleicht? Einfach kaputt schießen? Nö. Spiel, was willst du denn von mir? Ja, da doch mal im Moment auf keinen Fall runter. Food Rations. Und nochmal Helf. Komm schon, gib mir einen vernünftigen Wegpunkt. Was ist denn das? Ist es Moos? Tatsächlich. Naja, auch wichtig. Was willst du, dass ich damit mache? Eine Fusebox. Das ist auch eine Fusebox. Das sind also die Loks. Hier muss ich rein, aber hier muss irgendwo ein Generator sich befinden. Ach, einfach das da. Okay, power's off. So wird ein Schuh draus. Okay. Schlafen würde ich zwar nicht nennen, aber die draußen, denen geht's nicht mehr so gut. Eli? Nö, war vielleicht nur der Ventilator. So, jetzt aber. Einmal hacken. So, dann noch einmal hier durch. Sehr schön. So. Auf jeden Fall jetzt mal Munition craften.
Hier rüsten wir mal das Giftgas aus. Da sind wieder große Mechs, aber keine Menschen drin. Na komm. Das lief da schon mal ganz gut. So, das machen wir auch kaputt da hinten. Falls wir es treffen. Ja. So, den Mech müssen wir wohl oder übel zerstören. Bevor ein Mensch da einsteigt. Mine geht aber nicht hoch, so ein Pech. Habt ihr hier schönes Zeug für mich? Tschüss. Na gut, dann lass mal die Mechs mal Mech sein. Dann nehme ich die Mine aber wieder mit. Ob ich könnte wieder was essen? Ja, damit. Steak Egg Fry. Okay, Inventar voll, Inventar voll. Ich hasse diese Meldung. Naja. Lohnt sich, glaube ich, nicht. Die haben die offensichtliche Schwachpunkte. Glaub nicht. Na gut. Können wir nicht viel machen. Und da ist noch eine Kiste. Hoffentlich sind Spare Parts drin. Nö, mein Inventar ist voll. Hier können die alle gemeinsam auf die Toilette gehen. Das sind so Dixie-Klos. Ist auch wichtig. Na gut, dann wollen wir mal hier durch. Oui? It sounded like Mercer. If he is, he'll be in the control room. Na hoffentlich. Wait. You don't know what you're walking into. I'll be careful. Just stop. Stop for a minute, please. Warum denn? Und? I can't lose anyone else. You won't. I'll be okay. We need to stop this drill. Look, I'll go through the vents. Catch him by surprise, okay? We can't turn back now. Also ein Überraschungsmoment wird das jetzt nicht mehr. Aber ich bin so gut gerüstet, dass ich denke, dass wir es mit Mercer und mit Harding aufnehmen können. Sobald wir den Weg finden. Es sieht doch hier ganz in Ordnung aus. Nämlich jetzt ein bisschen wie in einem Assassin's Creed. Das war keine Kritik, das ist eigentlich eine schöne Mechanik hier. Sicherstellen, dass wir nicht abstürzen. Musst du gehackt werden? Nö, du kannst einfach so durchsucht werden. Exquisites Headguard. Character. 85 Health, tausch mal aus, doch 154 Health. Ist das nicht wundervoll? Und du hast ein RDA Duty Raster für mich. Eins braucht man noch. Oh. Wo bin ich denn hier gelandet? Okay, das geht nicht auf. Ich schätze mal, das war mein Weg hier sowieso, den ich gehen sollte. Nur noch schauen, ob ich hier wertvollen Loot vergessen habe. Inventory ist full und Inventory ist full. Ich bin begeistert. Oh, Zwischensequenz. Oh, wonderful. Finally. The family reunion moment. Hey, Taylan. Why are you helping him? Why do you still care what he thinks? Taylan's a smart boy. He saw you were on the losing side. What are you doing? No, please! What a failure you turned out to be. Your sister had more fight in her. Such a shame she didn't make it. He said no one would get hurt. People died, Taylan. I thought we were family. He said, I just wanted us to stop fighting. I don't care what you wanted, and neither does Mercer. You'll never be one of them. No escape this time.
Nein, Talon, was machst du denn? Komm schon, ich hab doch all meine Waffen. Der hat mir was in die Hand gedrückt. Ist wohl doch eher auf meiner Seite. Oh. Ich will doch erst noch looten. Was schießt ihr alle auf mich? Das ist so unfair mal wieder. Ne? Nachladen. Und feuern. Help the resistance hackers hiding at Eivor's Regard. Muss ich hier jetzt weg? Ich muss auf jeden Fall erstmal nachladen. Oh, gar kein... Oh, ich hab ja mit Stagger Rounds geschossen. So, das sind normale... Wieder normale Kugeln. Und essen. Kostenlos. Und hier kann ich echt nichts mehr machen. Nicht mal hier bei dem Bildschirm. Ach komm schon, Spiel. Assault Rifle Rounds konnte ich anscheinend aufnehmen. Nee, anscheinend muss ich echt jetzt dahin. Wegpunkt ist gesetzt. Hoffen wir mal, dass Hawk so ungefähr dieselbe Idee hat wie ich jetzt. Sonst wird das sehr schmerzhaft für mich. Hui. Nein, Glück. So ein bisschen Raketen stören den Hawk bestimmt nicht. So, sind wir schön entkommen und vor uns ist die Mission. Passt ja alles. Wie viele das sind. Was ist mein Missionsziel? Missionsziel. Oh, Cleaving Quest Area. Gut, hier ist er irgendwo. Ist ja gut. Ich bin ja da. Wo ist der Rest von euch? Heilpflanzen. Was ist denn das? Das sieht irgendwie fancy aus. Na komm, Sturmgewehr. Und ins Wasser, um uns zu löschen. Nee, ernsthaft, wo müssen wir jetzt hin? Weiter nach unten? Da oben sind auf jeden Fall welche. Hui, geh mal wieder hoch. Oh, hab mich wohl ein bisschen verkalkuliert, wo es lang geht. Ja, ich versuch's doch. Na, freust dich jetzt nicht mehr sowas? Na komm. Boah. Pfeil wechseln. Hoffen, dass der was bringt. Nein, jetzt nicht diese Sachen. Ich dachte, das wäre ein Helf-Item. Da ist wieder so ein ganz fettes. Nein, Tiere, greift mich doch nicht jetzt an. Das ist der falsche Moment zum Spielen. Helf-Items. Helf-Items. Nochmal so ein Heli. Ich bin wieder über die Sprungpflanze gelaufen.
Na gut. Gegen die Helis komme ich gerade nicht an. Werf mal auch ein paar Granaten. In der Hoffnung, dass es was bringt. Na komm schon. Boah. Ohne Minenwerfer ist das hier echt eine Sache. Brauch mal ein bisschen mehr Deckung. Wie? Komm schon, jemand hat gesagt, hier hat er Munition gelassen. Aber keine gute. Gut, wir sind ein bisschen gedeckt. Gar keine Hilfe mehr. Komm, hier wäre doch auch ein guter Platz für... Da ist ja eins. Da ist ja eins. Gleich mal vier Stibitzen. Kann nicht genug von dem Zeug kriegen. So, vielleicht bringt es ja tatsächlich was, die anderen einzusetzen. Glaub zwar nicht dran. Wünschte echt, wir hätten noch... Ah, wir haben wieder Spare Parts. Und da die alle so aufeinander hocken, können wir tatsächlich was ausrichten. Oh, was machst du denn da? Weg mit dir. Weg mit euch. Hä, wieso ist die nicht hochgegangen? Hoffentlich hat die noch mehr Hilfe für uns. Ja, einen noch. Einen hat sie noch gehabt. So, ich craft nochmal nach. Letzten Spare Parts wieder weg. Der braucht auf jeden Fall einen. Nein, die Mine ist nach unten gegangen. Oh, da unten liegt sie. Hui. Da ich so wenig habe, sind die jetzt echt... echt wertvoll. Wir versuchen trotzdem wieder raufzukommen. Mist. So viel zu wertvoll. Wenn ich sie so verschleuder. Mit meiner Schleuder. Hinter dir. Ja. So. Sehr schön. Ich hoffe, das war's mal an mich. Alles gut. Ich lasse mich jetzt in Spare Parts bezahlen. Ganz, ganz reichlich. Wo sind denn meine Leute? Da hinten. Hilfe-Item. Hilfe-Item. Wieder voll. Es kann weitergehen, Jungs. Ich hoffe mal, ich finde den Höhleneingang. Na, bisschen merkwürdige Geräusche hier rechts und links. Ich glaube, das ist der Helikopter der Resistance tatsächlich. Schön getarnt. Und ich muss wohin? Ich glaube, eine Schnellreise löst es. Nee, löst es nicht. Gleich ruf mal Hawk einfach an. Komm schon. Stöcke nehmen wir auch gleich mit. Na gut, dann Hawk hier. Hawk, Hawk. Dankeschön. Wo waren die denn? Wo waren die denn? Na komm. Da ist eine Höhle. Na, ob ich die ohne Hawk so leicht gefunden hätte. Must. Just in time. Any longer and they almost had us. And for nothing in the end. Did you get anything during the hack? Not a damn thing. Mist. Now what? We're screwed, right? That drill's gonna punch a hole right through Pandora. Time to start packing. Maybe not. I...
I found something in the control room that might help. A data drive. Daylan gave it to me. Daylan? He was there? Hmm. I knew something was up with him. Priya said he ran off after Mercer attacked HQ. He did this to us? He never wanted people to get hurt. I know that. He trusted Mercer. What kind of excuse is that? This could be a trap, a tracker. Look, we're out of options. And it's not like we haven't made any mistakes. There was a time we trusted the RDA as well. War makes fools of us all, right? Das ist richtig. I'll get Priya to take a look. Maybe this wasn't a complete waste of time. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, was auf dem USB-Stick ist. Very cool gear. Raj made that? Nein, die zwei Spare Parts werden nicht reichen. Wo geht's denn hier lang? Nirgends. Ja. Okay. Was nun? Wait by the campfire while Priya. Okay. Ich komme wieder runter. Und dann warten wir. Ich trinke vielleicht was während der Ladesequenz. Oh, wir schlafen. Ah, Wasser. Schön hydriert kann es weitergehen. Na, wo sind denn alle? Sind die jetzt oben? Hey, I took a look at that data drive. Uncle says you got it from Dylan. What was on it? Will it help? Depends on your definition of help. Ritnella's viewing it at the hall table. You should talk to her. Oh je. Yeah. Dann müssen wir jetzt wohl wieder zurück und mit Rinella reden. Und dann eine Schnellreise zum Resistance-Hauptquartier. Da ist es ja schon. Na komm, streng dich mal an beim Laden. Wozu bist du auf einer SSD? Sogar auf einer schnellen? Naja. Ich glaube nicht auf einer ganz schnellen, aber auf einer mittleren schnellen. Nicht auf einer langsamen SSD. Oh, mein Wegpunkt ist ja noch falsch. Setzt man den auch mal dahin und dann geht's da nach hinten. Vielleicht kann ich mir jetzt hier Munition stibitzen. Nö, Inventar ist voll. Was auch immer das für eine Munition ist, ich brauche sie nicht sehr oft. Mir fehlt noch ein RDA Duty Roster, um wirklich eine gute Waffe zu kriegen. Das stört mich auch ein bisschen. Rinella ist da hinten. Noch ein Datapad, her damit. Das ist eine schöne Waffe. Progress Disclaimer. If you progress in the quest beyond this point, you will not be able to leave the quest area until it's completed. Das Risiko akzeptiere ich. Hallo Rinella. We are ready for the worst. Clan leaders are preparing their people. To move? What about the data drive from Talan? Was there anything we can use? Construction plans for Mercer's base. The RDA dug deep, clawing through rock and soil. They breached the caves below. Here, away inside, bypassing base security. Talan came through for us. So it would seem. Just what we need when we need it most. You didn't see him, Ritnella. He regrets what happened. Mercer... he got to him. He always could. He may still have such sway over him. Talan doubts the Na'vi in himself. He needs Mercer. Trusts him to fill the void in his heart. Now is the time to trust yourself, Ritnella. Listen to your heart. You will know what to do. We should check this. Das klingt doch gut. Ihr lasst mich ja eh alles machen. If I make it into the base, I'll need their support. You will have it. Three clans, one army. I never thought I would see that again. Four clans. You forget the Saren too. And my own. We are five clans, fighting as one.
Das klingt doch gut. Hatte Angst, wir wären nur 3 Clans, aber jetzt sind wir anscheinend 5. Jackhammer Shotgun. Da sag ich Jackpot. Die braucht man auf jeden Fall. Die rüsten wir auch gleich aus. Vielleicht anstelle des Heavy Bows. Ob das so gut ist, keine Ahnung. Was hast du denn noch für uns? Der schöne Heavy Bow hätte noch einen Duty Roster gebraucht. Wieso habe ich das denn rausgehauen vorhin am Anfang? Danke, ihr auch. So, wo müssen wir hin? Drill Base Omega. War das nicht hier unten irgendwo? Oder war das die fette Festung in der Mitte? Drill Base Omega. Oh, anscheinend ist es hier. Kann man hier schnell reisen irgendwo hin? Nö. Nö. Warum nö? Habt ihr doch extra wieder hergestellt. Okay, dann einmal tracken. Kann ich gar keine Schnellreise gerade machen? Wäre aber doof. Vielleicht will noch jemand reden. Können wir hier raus fast traveln? Wir können nicht mal hier schnell hinreisen. Interessant. Dann gehen wir halt zu Fuß raus. Bleibt uns ja wirklich nichts anderes übrig. Na komm schon. Und wir müssen ganz viele Spare Parts auf dem Weg einsammeln. Wenn das jetzt wirklich eine Mission ist, von der man nicht so leicht zurückkehren kann, dann brauche ich eigentlich gute Waffen und gute Munition. Hab ich nicht im Inventar, obwohl die Shotgun ist gar nicht so schlecht. Hallo? Ganz viele von den Tierchen sind hier. Zum Glück greifen die mich diesmal nicht an. Also ein bisschen Fortschritt machen wir dann wohl doch. Echt keine Schnellreise. Totem, Bladewing Trail. Keine Schnellreise. Na gut. Ich kann meinen eigenen Ikra nicht rufen, da ist er doch. Na gut, auf zum Missionsziel. Mensch, ist das ein schöner Himmel im Moment. Anscheinend will das Spiel nicht, dass wir fast traveln. Some vengeance. The healers turned to harm. What about the other clans? Any word? Sodlek's on his way to the Zephyr. You should hear from him soon. I have no word from the Arana here. They'll agree to fight. Katnut knows what's at stake. I hope you're right. Ja, ja, bestimmt. Kann ich ja nicht alles alleine machen, hier Pandora retten. Ich bin nicht Jake Sully. Der Typ aus dem Film, der das mehr oder weniger allein gemacht hat. Na komm schon, Hawk, bisschen schneller. Wir müssen eine Welt retten. I have good news. Minong and Nassim are preparing the people to fight. That is good news. A storm of Zeswa on our side. Harding won't be happy to see them again. They ride to Mercer's base on Diahorse. But the perimeter turrets will be a problem. Once I'm inside, I should be able to shut them down. Good. I will join the Sisters Cavalry. Mercer's forces will not last long. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ist es ein schönes Gewitter am Abend? Oder vielleicht ist ja auch morgen? Ich habe keine Ahnung, wie spät es gerade ist. Im Spiel. Real weiß ich das gerade noch so. Was ist denn das für ein Flatterbug da vor uns? I knew they'd come through. Katnut's hunters are preparing now. They will stay out of turret range and wait for the right moment. I'll make sure they get it. This is it. We're really going to fight Mercer. Long time coming. There is an overlook in the sky above his base.
Das klingt doch gut. So, noch 1,5 Kilometer entfernt. Ein bisschen mehr. Aber wir können ja im Sturzflug jetzt runter. Da sind nochmal 2 Helis, die sich im Synchronfliegen üben. So, irgendwie müssen wir unter einen großen umgestürzten Baum. Ah, ich glaube, da ist er. Hui. So, ich schätze mal, ab hier sind wir auf uns gestellt und müssen zu Fuß gehen. Ich wünschte echt, ich hätte besseres Gear und bessere Waffen. Dafür hätte ich aber mehr sammeln müssen und mehr Lust am Sammeln haben. Oder mehr Nebenquests machen. Naja, schauen wir mal, ob mein Plan hier irgendwie funktioniert, wie es sollte. Ja, das nenne ich doch mal großer umgestürzter Baum. Klarer geht's ja nicht. Ich würde den Eingang hier bewachen. Da ist ein Navi. Hallo. Anofi is on her way. Go. We will be ready to fight by your side. Dankeschön. I'm at the cave entrance. Time to see where this leads. Watch your step. We're still feeling tremors from Mercer's test firing at the arches. If that was just a test. I know. Pandora's scars may run deeper still. We'll stop him, Ritnilla. Das ist eine positive Einstellung. Höhlensystem ist aber ganz schön verzweigt schon. Oh, ich glaube, das führt zum selben Ziel. Dachte, irgendwo wäre noch so ein richtiger Schatzraum mit ganz vielen Spare Parts. Ich fürchte aber nicht. Ne, komm, schwimm ein bisschen. Fühlt sich ja hier an wie ein Triathlon, außer dass wir nicht Rad fahren, sondern eben auf Ikran fliegen. Ui. Muss die Höhle gerade zusammenbrechen, wenn ich hier durchlaufe? Könnt ihr noch ein paar Tage warten? Au, das tat weh. Oh nee. No going that way. Please let there be another path. Oh Spiel, lass mich doch einfach Mercer in die Fresse hauen. Weiß ja nicht mal, ob ich jetzt noch in die richtige Richtung gehe. Gehe ich wieder zum Eingang? Das finden wir wohl gleich raus. Ich glaube, das ist der Eingang. Mist. Falsche Richtung. Hätte ich mir ja denken müssen. Dann nochmal hier lang hüpfen, da lang hüpfen. Fühle mich wie bei den Gummibären. Serie, die ich als Kind sehr lang gesehen habe. Und mich an kaum was erinnere, außer an das Lied. Gummibären sind für dich da. Hüpfen hier. Und dort und überall. Es sind die Gummibären. So, das sieht doch richtiger aus. Sieht zumindest weniger falsch aus. The clans are ready to fight with us, but the base target still targets the land at skies. Even if that is what his heart wants, you can't be ready in
Ritnella, you're breaking up. Nein, die trennt sich von mir. Schade, dass dieses Jump-Pad nicht funktioniert hat, das erste. Was ist das? Willst du geschossen werden? Das ist doch dämlich, dass das nicht funktioniert. Komm schon, was willst du eigentlich? Du bist doch extra... Nicht mal Seile kann man haben in dem Spiel. Ich glaube, ich bin gestorben. Sieht sehr stark danach aus, warum auch immer. Ja, vielleicht ein riesig tiefer... Oh. Oh, wieso bin ich denn wieder so weit hinten? Ein Jammer. Ich gehe jetzt wieder in die falsche Richtung. Nee. Hui. Hui. Nochmal singe ich den Gummibären-Song, aber nicht. Einmal muss reichen. Hui. Jetzt werden meine Minen ganz nass. Da bin ich nicht sehr, sehr glücklich drüber. Hier könnte es doch auch mal speichern. Ritnella, you're breaking up. Ritnella? Na komm, Speicherspiel. Bin ich hierher gekommen? Bin ich gerade im Kreis gelaufen? Nee. Ist das nicht schön hier? Aha. Oh oh. Na gut. Hat bis jetzt noch niemand was bemerkt. Niemand hat was gemerkt. Alles wunderbare Zeichen. Inventory ist voll. Ich liebe diesen Satz. Ui. Ritnella, are you getting this? I made it. I'm inside Mercer's base. I'm going for the base defenses. I'll find a way to get the clans inside. So, ein Glück ist das so einfach. War das richtig? Vielleicht war das richtig. Haben wir eigentlich genügend Helf? Ja. So, dann einmal die Schrotflinte ausgerüstet. Oh, schade, dachte, da liegt ein Raketenwerfer. Hier kommt man nicht rein, das ist aber dämlich. Dachte ich jetzt extra aufgemacht, gerade für uns. Zumindest das habe ich aufgemacht. Ach, Spiel, wo willst du wieder, dass ich hingehe? Ah. Das hat's Problem gelöst. Und schwupps. Oh je, das wird wieder teuer, das hier alles zu reparieren. Wir Navi machen schon echt viel Schaden an dem Property von den Menschen. Wieso ist der Wegpunkt jetzt da hinten? Man weiß es nicht. Hm, vielleicht da oben lang?
Mache ich was richtig hier? Ich habe nicht das Gefühl, dass ich gerade was richtig mache. Ja, vielleicht doch. Na, das sieht doch sehr gut aus. Die kommen zumindest voran. Oh, oh. Oh je. Lass mich doch in Ruhe. Boah. Ich müsste die echt zu den explodierenden Sachen mal locken. Helf. Da war doch gerade Helf an der Wand. Da ist Helf. Her damit. Her damit. Nur nicht paniken. Nur keine Panik. Ja! Na gut. Keine Gnade an euch. Na komm, bleib mal stehen. Sehr schön. Oh, die spawnen nach. Nicht sehr schön. Ist der down? Genau wie ich. Ah, so viele Mechs. So wenig gute Munition. Na gut, aber ich würde tatsächlich sagen, das reicht für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.